weg verknallt. Oh. Und du hast doch deinem Sohn in seiner ganzen Herrlichkeit vererbt. Bist du im Adelbert sein Vater, ja oder nee? Ja. Das Muttermal oder das hat mich aber natürlich überführt. Da hast du nur recht, wie immer. Moin. 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 Streit hat holde Paar schon nochmal, hä? Da geh ich dich besser nochmal niederlehnen. Du kannst dich grad mal noch hinhucken? Kann ich dir mal erzählen, was dein Vater aus von Neuigkeiten ins Haus gebracht hat? So, hat er. Hat er. Stell dir mal vor, der hat uns ganz ersparte Geld beim Pferdrennen verspielt. Beim Pferdrennen! Wirklich? Und dabei hat er, so wie er aussieht, noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ja, hier mal, soll ich da davor vielleicht einen Sack und Asche noch rumpillern? Frische Wattpapp, du kommst gerade mit. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausfährt. Also, du hast doch nicht so fassen, da machst du ja gar nicht da draus. Da hältst du dem ja noch bei. Wenn ich geh mit Joman, geh's auch nicht erinnern. Leben! Oh, auch würde das Lachen schon noch vergehen, wenn der Brotkorb hergehangen gibt. Wenn jetzt statt Schweinsbrote und Gläs nur noch Kappe so grob an Dolnerner gibt. Warte mal, das ist uns egal. Da gehen wir eben demnächst öfters mal auswärts essen. Ne? Oh. Aber Gifterkneipen und Wirtschaften. Ja. Oh. Da wenn der wohl nicht kriegt, denn ohne Moos nichts los. Also dir ist noch das Verworfenste, was mir je unterkommen ist. Und da bist du auch nicht besser wie der Alt. Unmoralisch durch und durch. Beim Pferdrennen. Oh, schwer verdiente Geld. Mom, da kommt alles noch morgen. Da hast du vergessen, dass ich heirate gehen. Wo reich noch oben drauf. Heiraten? Wenn deine zukünftige Schwiegermutter, Camilla Holzapfel, erfährt, was du von Hallotri bist, da kriegst du das Lieserlo nie zur Frau. Moment mal. Da hat der Lisa ja schließlich andere Wörtchen mitzuschwätzen. Das hat gar nichts zu sagen. Dem sein Mann hat die Box an. Und wenn die Nesa da helfe, kein Heilige. Und wenn er denn ja Geld hat, gäb euch mir auch kein Schwiegersohn in Haus holle, der so unmoralische Auffassungen hat. Mann, wahrscheinlich schon ganz zu vergessen, dass der Lisa mich ja richtig gern hat, genau wie euch das. Ah, ne? Ja, und vor allen Dingen, wie in dem herzförmigen Muttermal hätten um allerwertesten. Hat er das schon gesehen? Aber Adelbert, da wärst doch nicht schon... Da geht ja mal schwimmen. Da muss doch mal schwimmen gehen. Oder soll ich wohl mal lang Buchs anziehen? Lange vielleicht nicht, aber doch so eine, die das verdecke, was nicht vor jedermanns Augen zu sehen ist. Okay, so Ritzeflitzer, die mehr herweise, wie sie verhüllen. Die Mäntler, die Kleinen, die Dreiecke, ne? Die Warndreiecke. Weil reicht man mit auch zwei, da können wir doch gerade den Buckel runterrutschen. Warndreiecke, bei dir dürfen die ja noch reichen.